Hallo liebe Leute, in diesem Video gibt es ein Streitgespräch zwischen der heutigen BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht, Vorsitzenden Amira Mohamed Ali und Beatrix von Storch von der AfD. Und wie dieses Streitgespräch tief blicken lässt. Jetzt im Folgenden einige Ausschnitte, danach ein paar Worte dazu. Sie sitzen ganz weit entfernt, ganz links außen die Linke, ganz rechts außen die AfD. Sind Sie sich eigentlich jemals in diesen 4 Jahren so nahe gekommen wie jetzt in dieser Sendung? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube schon, wahrscheinlich doch. Aber man läuft sich auf den Fluren über den Weg. Aber so richtig miteinander einen Austausch hatten Sie nicht in diesen 4 Jahren? Das denke ich nicht, nein. In 4 Jahren Debatte haben Sie mal das Gefühl gehabt, was die sagt, das stimmt eigentlich? Tatsächlich nicht, das muss ich so sagen, nein. Frau von Storch? Selbstverständlich. Wenn die Linke davon spricht, dass es falsch war, in Afghanistan überhaupt reinzugehen, dann hat sie recht, dem stimmen wir zu. Also dieses kategorische Ablehnen von richtigen Positionen, die wir teilen, das gibt es bei uns nicht. Und an der Stelle hatten wir die gleiche Position. Es war falsch, nach Afghanistan reinzugehen. Und wir sehen das Desaster, was jetzt dort ankommt. Der Dissens, den haben wir dann in der Konsequenz. Die Linke sagt jetzt eben, jeder, der aus Afghanistan weg will und nach Deutschland möchte, soll auch kommen. Er muss auch bleiben dürfen. Und er soll 1.200 Euro netto bekommen. An der Stelle unterscheiden wir uns. Und da muss ich einhaken auf das, was Herr Busse gerade gesagt hat und was Sie gerade gesagt haben. Sie fragen sich, warum nicht mehr Menschen die Linke wählen, wenn doch den Menschen es so schlecht geht. Deswegen, weil es ihnen dann noch sehr viel schlechter gehen würde, wenn man der ganzen Welt 1.200 Euro netto verspricht, wenn sie denn nur hierher kommen. Und das ist, was die Grüne, was die Linke in der Migrationspolitik macht. Weil sie das gerade sagte, wenn die Linke entscheidet, dann geht es allen Menschen schlechter. Ja, das ist nicht der Fall. Also wenn wir haben ein Steuerkonzept vorgelegt, mit dem die Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen am meisten entlastet werden. Also jeder, der unter 6.500 Euro brutto verdient, wird nach unserem Steuerkonzept entlastet. Darüber gibt es auch Zahlen, das können Sie auch nachgucken. Also es gibt nur diese Arbeitsplätze nicht mehr, wenn man die Politik macht und aus dem Verbrennungsmotor aussteigt bis 2030. Das heißt, da, wo bei uns fast 1 Million Menschen arbeiten, wenn die alle nicht mehr in Lohn und Brot sein werden, dann gibt es die kleinen und mittleren Einkommen an der Stelle nicht mehr. Also das heißt, die Politik, die sie an der Stelle machen, die ist so arbeitsplatzgefährdend. Sie sind schlimmer als die Grünen an der Stelle, weil sie ja unter dem Deckmantel der Klimarettung aus allem raussteigen. Sie wollen aus der Energieproduktion in Gänze aussteigen. Sie wollen aus Gas raus, sie wollen aus Kohle raus, sie wollen aus Kernkraft raus. Sie wollen mit viele Themen auf einmal. Wollen wir sie eins nach dem anderen vielleicht mal besprechen? Weil also Sie sind jetzt quasi von Afghanistan zur Energiepolitik und gleich zu den Arbeitsplätzen gekommen. Kleine Bemerkung, es sind ja auch die Autohersteller, die aussteigen wollen. Das nur einfach also dazu ergänzt. Aber tatsächlich, wenn Menschen sich auf den Weg zu uns machen und aus Flucht und also aus Krieg und Not fliehen, dann existieren nochmal die Menschenrechte. Und diesen Menschen muss natürlich geholfen werden. Insofern ist es vollkommen richtig, dass auch Deutschland die Bereitschaft haben sollte, Menschen aufzunehmen. Viele Gemeinden und Kommunen haben die ja auch bereits geäußert. Was auch klar ist, ist, dass es nicht geschehen darf, dass wenn Menschen zu uns kommen, dass dann, ich sag mal, die Kommunen, die Gemeinden, dass die überfordert sind, sondern da muss Unterstützung her. Da müssen Strukturen aufgebaut werden. Da muss, ich sag mal, auch Geld in die Hand genommen werden, um Behörden entsprechend auszustatten. All das muss geschehen. Und das sollte diesmal auch geordneter geschehen als damals in 2015. Denn da ist an der Stelle wirklich viel falsch gelaufen, muss man ganz klar sagen. Aber die Menschenrechte gelten. Also jeder, der jetzt, also das muss ich wirklich sagen, da haben wir auch einfach ein völlig anderes Menschenbild. Wir als Linke sind der Auffassung, dass alle Menschen ein Recht darauf haben, ein Leben zu führen, ein Leben in Würde zu führen. Deswegen muss man Menschen, Leben die zu in Deutschland uns kommen, zu führen, auch helfen. So, jetzt Ihre Position, Frau von Storch. Sie haben ja gesagt, die AfD-Grenzsicherung hat nun die oberste Priorität. Würden Sie die deutschen Grenzen also im Zweifel ganz schließen? Also wir haben das gerade gehört. Jeder Mensch hat ein Recht, hat Menschenrechte und er hat das Recht, nach Deutschland zu kommen. Sie nicht, und dass jeder Mensch Menschenrechte hat, Frau von Storch? Unbedingt hat jeder Mensch Menschenrechte, aber er hat nicht das Recht, in Deutschland zu leben und nach deutschen Ansprüchen sein Leben hier zu finden. Das ist genau das. Jeder Mensch darf nach Deutschland kommen und jeder Mensch hat Anspruch auf alles. Das ist das, was Sie propagieren und das ist das, was auch Sarah Wagenknecht zutreffenderweise als völlige weltfremd bezeichnet und auch Oskar Lafontaine. Warum sollte Deutschland jetzt, wie viele Millionen eigentlich, 10 Millionen, 20 Millionen, 38 Millionen Afghanen nach Deutschland holen. Sie wissen, mit den Übertreibungen lassen wir es einfach mal, weil 5 Millionen hat Horst Seehofer gesagt und da wurde er schon vom eigenen Ministerium noch mal korrigiert. Das will ich einfach nur hinzufügen. Frau von Storch hat ja natürlich ein großes Interesse daran, jetzt gerade zu Wahlkampf. Jetzt darf ich auch mal was sagen. Es geht bei Afghanistan, es geht um die ganzen anderen Länder auch, die Linken herholen wollen. Bei Afghanistan, wenn Sie mir das gestatten, einmal. Alles in der Welt. Also ich weiß, dass die AfD natürlich ein reges Interesse daran hat, jetzt im Wahlkampf sozusagen eine Angst vor einer neuen Flüchtlings
Flüchtlingswelle zu schüren, weil das ist ja irgendwie ihr Thema. Nicht. Nein, ich sehe das nicht. Und der Punkt ist auch der, also ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, wo sie es immer herholen. Die ganze Welt will nach Deutschland kommen. Das ist erkennbar auch nicht der Fall. Und natürlich ist es auch völliger Blödsinn zu sagen, alle Menschen auf der Welt sollen nach Deutschland kommen. Das macht doch gar keinen Sinn. Das ist doch auch gar nicht gewünscht. Wir haben aber trotzdem als Europäische Union eine Verpflichtung. Und ich sag's nochmal, wenn Menschen aus Krieg und Not fliehen, dann haben sie das Recht auch, dass ihnen geholfen wird. Und das ist auch richtig. Klar ist aber auch, und das sehe ich wirklich mit großer Sorge, dass es nicht geht, dass man innerhalb der Europäischen Union, dass da einige Länder sich einfach aus der Verantwortung ziehen, dass Österreich jetzt schon sagt, wir machen die Grenzen dicht. Das muss Konsequenzen haben. Das muss eine gemeinsame Anstrengung sein. Also alle oder keiner? Nein, also was ich sage ist, wir müssen auf europäischer Ebene für Verpflichtungen sorgen, dass die Länder, die sich weigern, Menschen aufzunehmen, dass die finanziell verpflichtet werden, andere Länder zu unterstützen, die das tun. Okay. Also das ist das Mindeste, was geschehen muss. Wir sind dafür, dass der globale Pakt für Migration durch einen globalen Pakt für sichere Grenzen ersetzt wird. Wir sind dafür, dass wir... Das ist aber noch nicht die Antwort auf die Frage. Soll das also, würden Sie denn zum Beispiel, Italien hat ja die große Schwierigkeit, da kommen alle an, muss man dann eben die Länder, die Flüchtlinge aufnehmen, mehr unterstützen? Wir müssen und wollen gerne vor Ort helfen, möglichst grenznah, also möglichst ortsnah und nicht die Menschen alle auf den Weg hierher bringen. Das Problem ist das politische Signal, das wir aussenden, wenn wir sagen, wie die Linke, jeder kann kommen, jeder kann bleiben, jeder kriegt 1.200 Euro. Das politische Signal. Und das ist verkehrt angekommen. Also es geht doch, ich weiß auch gar nicht, wo Sie es hier haben, Frau von Storch. Ist es eine Realität, dass Menschen sich auf den Weg machen? Ich meine, Sie haben ja schon mal, sind ja schon mal auf der Maus ausrutscht und dann gesagt, die Leute kann man auch an der Grenze erschießen. Also das ist einfach nicht unsere Haltung. Also um Gottes Willen. Ich bin ehrlich gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, wir sehen in Afghanistan ein solches Elend, eine solche Not. Die Menschen sind so verzweifelt. Und das Erste, was Sie sagen, ist, naja, die sollen man doch bitte sich selbst überlassen. Wissen Sie eigentlich, was das im Jemen los ist? Das Problem ist diese Heuchelei, diese furchtbare Heuchelei. Im Jemen geht es den Menschen noch viel schlechter. 80% sind dort auf humanitäre Hilfe angehen. Das ist ihnen ganz egal. Davon reden sie gar nicht, weil die Menschen nicht auf dem, weil wir darüber überhaupt nicht reden, weil sie reden jetzt von den Afghanen, sie reden vorher von den Syrern. Würden Sie die Menschen aus dem Jemen denn lieber in Deutschland aufnehmen, Frau von? Nein, ich will nur sagen, die Probleme in der Welt sind größer, als dass wir sie auf deutschem Boden lösen können. Und wenn wir helfen wollen in der Welt, was wir wollen, dann müssen wir unsere Hilfsfähigkeit erhalten. Und das können wir nicht tun, indem wir x Millionen zu uns holen, egal ob es eine oder zwei oder drei Millionen sind. Kleine Bemerkung, nur x Millionen zu uns holen, ist im Moment ganz schwierig. Wir haben noch die Maskenpflicht, das wäre meine letzte Ja-Nein-Frage, generell aufheben, ja oder nein? Ja. Nein. Frau von Storch, Sie sind gegen das Tragen der Maske als AfD? Sind Sie auch gegen das Testen? Wir sind für den Schutz der Risikogruppen. Ganz kurz, sind Sie gegen die Maskenpflicht, das haben wir festgestellt, sind Sie gegen das Testen als Voraussetzung zum Beispiel irgendwo reinzukommen? Um in den Supermarkt hineinzukommen, ja. Um Pflegeheime zu schützen, mag das Sinn machen. Das heißt, wir müssen gucken, wir mussten hier einen Test vorlegen. Ja. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, ob das so erforderlich ist. Aber ich will sagen, da wo Risikogruppen sind, da soll man schützen. Wissen Sie aber ja hier gar nicht. Im Allgemeinen ja gar nicht, ob hier nicht jemand sitzt, der eine Risikogruppe ist. Also der zum Beispiel eine Vorerkrankung hat und möglicherweise angesteckt wird. Aber ich will es ja nur, also keine Maskenpflicht, Tests keine nur allgemeine, da. Keine allgemeine Maskenpflicht und keine allgemeine Testpflicht überall. Also Schlangen wie in der DDR vom Supermarkt wollen wir nicht haben, wenn dort Testergebnisse jetzt geprüft werden müssen. Impfen ist eine private Entscheidung. Jeder mag das selber entscheiden. Björn Höcke hat vor einem Jahr gesagt, Corona ist vorbei und wird auch nicht wiederkommen. Ist das sozusagen die Leitlinie, an der Sie Ihre Corona-Politik ansehen? Die Leitlinie unserer Corona-Politik heißt, wir haben sowohl die Gesundheit als auch die anderen Grundrechte in diesem Staat zu achten. Und wenn der Staat in die Grundrechte eingreift, in einer Intensität, wie er dies jetzt getan hat, dann muss er das sehr gut begründen. Er muss zunächst mal darlegen, dass die Maßnahmen geeignet sind. Das hat er an keiner Stelle wissenschaftlich getan. Dann muss die Maßnahme erforderlich sein. Das heißt, es muss kein milderes Mittel geben. Und dann muss sie am Ende des Tages angemessen sein. Das heißt, es braucht eine Verhältnismäßigkeit, eine Abwägung. Und diese Dinge haben wir in der Fläche nicht gesehen. Und wir haben viele, darf ich das vielleicht noch ergänzen, viele Möglichkeiten gehabt, im Innenausschuss auch Fragen zu stellen, der Regierung Fragen zu stellen. Was ist die Grundlage? Worauf stützt ihr eure Maßnahmen? Und sie haben nichts vorgelegt. Und bei der Intensität der Eingriffe muss das erforderlich sein. Wir haben nicht nur die Gesundheit zu schützen, sondern auch die Grundrechte von 80 Millionen Menschen, die hier leben. Bevor Frau Mohammed Ali antwortet, trotzdem noch mal ein Wort zu dem Satz von Björn Höcke vor einem Jahr. Corona ist vorbei, Corona wird nicht wiederkommen.
Corona haben wir offensichtlich noch. Wir haben Infektionen, wir haben Krankheitsfälle und so weiter. Und die Frage ist jetzt, wie gehen wir damit um? Gut, aber ich wollte nur, dass Sie den Satz noch kommentieren. Frau Mohammed Ali, tatsächlich, die Einschränkungen der Freiheitsrechte müssen gut begründet sein. Ja. Was ist die Linie der Linken zu dieser Einschränkung? Also welche Einschränkungen jetzt? Zu den Einschränkungen, die wir haben. Also wir haben eine Maskenpflicht, wir haben natürlich eine Testpflicht, wir haben natürlich das Impfen als, ich sage jetzt mal, nicht Impfpflicht, aber es wird schon mit 2G und 3G durchaus angeraten. Also es ist absolut richtig, dass Einschränkungen von Grundrechten, die müssen natürlich gut begründet sein. Und in der Tat, das erstmal muss man sagen, ist eine Maßnahme geeignet, um das Schutzgut, in dem Fall die Gesundheit der Menschen, zu schützen. Und natürlich gibt es darüber wissenschaftliche Erkenntnisse. Es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, dass Masken vor Infektionen schützen, dass Abstand halten vor Infektionen schützt und auch, dass die Impfung vor Infektionen schützt und auch, dass es sinnvoll ist, Menschen zu testen, weil man damit eben rausbekommen kann, ob jemand infiziert ist oder nicht. Also diese Erkenntnisse gibt es. Das ist nicht richtig, was Frau von Storch da gerade sagte. Und natürlich muss man jetzt im Einzelfall abwägen. Und ich sage jetzt mal, nehmen wir die Maskenpflicht. Ich bin der Auffassung, das sage ich jetzt als Juristin, die Maskenpflicht ist ein relativ milder Eingriff in Grundrechte. Ich wäre immer der Auffassung, dass die Pflicht im Supermarkt eine Maske zu tragen, dass es ein sehr milder Eingriff ist und da ist die Hürde nicht besonders hoch. Deswegen bin ich auch dafür, dass das erhalten bleibt. Eine ähnliche Regelung gilt meinetwegen für Abstand halten. Das finde ich auch vollkommen klar und Ähnliches, finde ich, gilt für mich auch für die Frage, Tests vorzulegen. Gerade wenn man jetzt sagt, Menschen, die ich sag mal, in Altenheime gehen, in Pflegeheimen arbeiten, an diesen Stellen ist es meiner Ansicht nach dringend erforderlich, dass es eine klare Testpflicht gibt. Mhm. Was das Impfen angeht, bin ich der Auffassung, und das sieht auch meine Partei so, dass es gut ist, geimpft zu werden. Ich bin selber auch geimpft, aber wir sind gegen eine Impfpflicht. Die Bundesregierung hat sich ja auch immer gegen eine Impfpflicht ausgesprochen, hat das ja im Grunde genommen auch versprochen, dass es die nicht geben wird. Und das sehe ich auch so. Und da bin ich der Auffassung, dass da die Abwägung ist, ja die Schwere des Eingriffs in das Grundrechte des Einzelnen, dass das nicht sozusagen das rechtfertigt, weil man eben auch die Möglichkeit hat, mit Tests für eine erhöhte Sicherheit zu sorgen. Okay. Ja, also der Klimawandel ist selbstverständlich menschengemacht. Das ist ja auch, also da herrscht ja auch größte Einigkeit bei den allermeisten Wissenschaftlern. Und ich glaube, dass wenn man sich auch nur halbwegs sich auf dem Boden der Realität bewegt, dann kann man das nicht ernsthaft abstreiten. Die Kernenergie, wenn man darauf jetzt kommt, tatsächlich, wenn man sagt, man muss CO2 einsparen, kann man immer noch argumentieren, Deutschland ist für, glaube ich, 2% CO2-Ausstoß weltweit verantwortlich. Macht es dann überhaupt einen Unterschied, ob wir uns abmühen mit Erneuerbaren oder Naja, es macht natürlich, also ich sag mal, das ist ja als Argument, wenn jetzt jeder sagt, naja, mein Anteil ist so klein, auf mich kommt es nicht an, dann kommen wir ja überhaupt nicht weiter. Mhm. Also wir haben ja auch entsprechende, was ja auch richtig ist, entsprechende Klimaschutzabkommen abgeschlossen. Das ist ja es ist natürlich eine weltweite Anstrengung, das CO2 zu reduzieren, aber wir müssen als Deutschland da auch mitmachen. Da haben wir auch eine Verantwortung. Mhm. Und was Atomkraft angeht, vielleicht den Satz noch, also ja, das ist... Es gab in den 80er Jahren gab es schon die Anti-Atom-Bewegung, dass ich mich im Jahr 2021 ernsthaft noch anhören muss, dass jemand zurück zur Atomkraft möchte. Das hätte ich mir nicht zu träumen gewagt. Bill Gates gehört zu den Fans der Atomkraft. Tja. Kann eine Debatte sein. Frau von Storch, tatsächlich, die AfD sagt, also wir wollen nicht aus der Kohle aussteigen, nicht aus dem Verbrennungsmotor aussteigen. Die Linke sagt, wir wollen 2035, glaube ich, 100% erneuerbare Energien haben. Eine Frage, selbst wenn Sie recht hätten, was spricht dagegen, in zukunftsweisende Technik zu investieren? Das ist doch genau das, was wir fordern. Forschung und entwickeln, das sollen wir unbedingt tun. Aber das, was die Linke sagt, die wollen aussteigen aus Kohle, aus Gas und aus Kernenergie, dann wollen sie gleichzeitig den Verbrennungsmotor abschaffen, Elektroautos haben, die dann nachts geladen werden sollen, wenn gerade die Sonne nicht scheint und der Wind möglicherweise nicht bläst. Das ist so utopisch und das ist ihre Alternative. Und dann wollen sie Hanf anbauen in den Kohlegebieten. Also das ist einfach nur noch grotesk, was sie machen. Die Geschichte kenne ich noch nicht, aber trotzdem. Aber was ist Ihre Alternative? Ihre Alternative ist, wir bleiben in der Kohle, wir bleiben beim Verbrennungsmotor. Genau, ein breiter Energiemix brauchen wir. Und keine erneuerbaren Energien. Und auch erneuerbare Energien, gerne in einen breiten Energiemix soll das alles hinein, aber nicht eine Fokussierung auf erneuerbare Energien, die unsere Grundlast nicht liefern können. Das ist einfach eine Wahrheit, die bleibt stehen, aber gegen die Gesetze der Denklogik verstoßen die Linken dann sehr gerne. So, der Klimawandel ist menschgemacht, ja oder nein? Also nach den Linken ist er nicht menschengemacht, so steht das ausdrücklich im Programm, sondern der ist von Reichen verursacht. Wir sagen, den menschengemachten Klimawandel oder den Klimawandel hat es schon immer gegeben, ganz unabhängig von den Menschen und unabhängig von den Reichen. Und die Frage ist, was wir dagegen tun oder was wir tun wollen. Aber die Frage ist, ist er jetzt menschgemacht, ja oder nein?
ist das menschliche Handeln hat darauf keinen Einfluss. Wir können durch unseren Handeln, macht es keinen Sinn, uns dagegen zu wehren oder zu versuchen, sinnlose Maßnahmen zu machen. Vielleicht selbstverständlich ist es dringend notwendig, auf erneuerbare Energien umzusteigen. Also das ist, da führt auch kein Weg dran vorbei. Wir brauchen den Aufstieg aus der Kohleenergie. Natürlich ist es vollkommen klar, und das ist noch ein anderes Thema, dass der Ausstieg aus der Kohle, der betrifft Regionen. Und da sind Regionen, da drohen abgehängt zu werden, weil da viele Arbeitsplätze verloren gehen. Da bauen sie dann Hanf an. Das heißt, an der Stelle ist es dringend notwendig, dass gefördert wird, dass die Regionen gefördert werden und damit die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die anderen Technologien. Ich komme aus der Automobilbranche. Ich habe da 10 Jahre gearbeitet. Und die Automobilbranche macht sich ja bereits auf den Weg. Also der Verbrennungsmotor, dass man den erhalten möchte, ist in der Autoindustrie kein Thema. Also das findet da gar nicht statt. Sondern da macht man sich ja auf den Weg. Es ist aber auch eine Tatsache, dass wenn man diese Umstellung macht, dass dann natürlich einige Strukturen sich verändern. Dass man einige Teile bei den Zulieferern nicht mehr braucht. Hier ist es dringend notwendig, dass da auch staatliche Unterstützung kommt, damit die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Das ist halt ein zentraler Punkt. Okay. Es nützt halt nichts, wenn ich den Satz noch sagen darf, es nützt halt nichts, die Augen vor der Realität zu verschließen und ernsthaft zu glauben, man könne jetzt einfach so weitermachen und dann geht das soweit gut. Das geht nicht. Wir brauchen die Veränderung, aber sie muss eben sozial abgesichert sein. Was ist auffällig? Über fast alle Positionen hinweg hat Ali Positionen vertreten, die die Ampelkoalition umgesetzt hat und die verheerende Folgen hatte. Ali sagt, ja, dass man überhaupt an die Kernkraft denkt, das wieder einzuführen, das könnte sie sich gar nicht vorstellen, das sei lächerlich. Und ja klar, man müsse aus Kohle raus, man müsse aus allem raus und die Gegenden, das müsse man sozial abfedern. Wir sehen heute, die Energiepreise gehen in den Himmel, Deutschland steigt ab, mit Armut als Konsequenz. Es ist ja so, dass Ali studiert hat. Sie ist Juristin und da kann man eigentlich davon ausgehen, dass sie eins und eins zusammenzählen kann. Das heißt, was sie hier erklärt hat, man steigt aus allen Energieformen aus und dann erklärt man, ja, das regelt dann der Staat, das federt man dann sozial irgendwie ab. Das ist genau das, was sie der AfD vorwerfen, nämlich Populismus. Und zwar Populismus, so wie es gemeint ist. Es ist ja so, dass die AfD sich den Populismusvorwurf schön geredet hat, aber dahinter steht, dass man den Leuten irgendwas verspricht, was gut klingt, wo man aber selbst weiß, dass es falsch ist, dass es nicht funktioniert. Und man so billig auf Stimmenfang geht. Und es war schon immer so, dass die anderen Parteien und auch die Linke alle hier, dass sie das immer der AfD vorgeworfen haben, wissentlich, dass sie genau das selbst tun. Und es kann nicht sein, wenn man jetzt Ali zuhört, wenn man eins und eins zusammenzählt, ist vollkommen klar, die Energiepreise müssen so explodieren. Es kann nicht funktionieren. Und dann redet sie hier noch irgendwas von sozialer Gerechtigkeit, dass das dann der Staat irgendwie abfedert. Das ist Wählertäuschung. Und sich jetzt hinzustellen und zu behaupten, ja, wir sind hier die Bündnisse Wagenknecht, wir sind hier die Seriösen, damit die enttäuschten AfD-Wähler, die Protestwähler, damit sie endlich eine seriöse Alternative haben, es ist der blanke Hohn. Es ist der blanke Hohn allein mit dem Thema. Wenn man sich dann das Flüchtlingsthema anguckt, das ist noch viel extremer. Ali sagt hier in diesem Streitgespräch, die Leute, die Migranten, die wegen Krieg oder Not fliehen, ihnen müssten in Deutschland geholfen werden. Das sagt sie hier ganz offen. Und sie leugnet, dass, wenn man hier soziale Anreize schafft, dass ganz viele Leute nach Deutschland kommen wollen. Jetzt 2 Jahre später sieht man, wie die Lage ist und dass jetzt alle im Grunde das sagen, was Beatrix von Storch gesagt hat, einschließlich das Bündnis Sahra Wagenknecht. Und was hat Ali hier gemacht? Es ist aus meiner Sicht besonders hinterhältig und heimtückisch. Sie hat Beatrix von Storch so als Menschenfeindin geframed. Sie hat so erklärt, ich will den Leuten helfen, ich bin menschlich, ich bin sozial. Natürlich ist es klar, die Leuten auf der Welt, wir sind Menschen, man muss ihnen helfen. Und wenn die Kommunen zusammenstehen, dann funktioniert das auch schon irgendwie. Das muss man staatlich unterstützen, die Kommunen müssen unterstützt werden. Und dann kann man das alles, dann funktioniert das alles. Und Beatrix von Storch überhaupt, sie wolle ja die Leute am liebsten an der Grenze erschießen und sie sei mausgerutscht, was eine Lüge ist von Melanie Ammann, dass Beatrix von Storch sowas gesagt haben soll, dass sie irgendwas rausgerutscht sei, was sie nicht habe sagen wollen. Was sozusagen der Beweis sein soll, dass Beatrix von Storch eine Populistin ist, die Wähler täuscht, die was anderes denkt, als was sie sagt. Beatrix von Storch hat einen Prozess gegen Melanie Ammann geführt und Melanie Ammann ist es verboten, das zu wiederholen. Also auch Ali müsste eigentlich gewusst haben, dass es eine Lüge ist, die Ammann über Beatrix von Storch verbreitet hat. Aber auch wenn sie es damals nicht gewusst hat, mir ist nicht bekannt,
dass sich Ali jemals bei Storch entschuldigt hat. Dass sie auch hier öffentlich Lügen über Beatrix von Storch verbreitet hat. Jedenfalls, Ali stellt von Storch als Menschenfeindin hin, was deswegen besonders hinterhältig ist, weil Beatrix von Storch die realistische Position vertritt. Also sagen, sie ist die Spielverderberin, die genau nicht populistisch sagt, wir können nicht alle aufnehmen, wir können nicht allen helfen. Deutschland kann nicht ganz viele Leute aufnehmen. Wir müssen es irgendwie anders machen. Und Ali sagt jetzt, ja, das ist ja billiger Populismus. Ich bin hier die Menschenfreundin, ich kann allen helfen. Und die AfD, sie wollen ihnen nicht helfen, sondern die Realität ist, man kann nicht allen Leuten helfen. Es können nicht alle Leute nach Deutschland gehen, das funktioniert nicht. Sie müssen abgewiesen werden. Das ist natürlich unschön, das ist hässlich, Leute abzuweisen, und es ist viel schöner zu sagen, man kann allen helfen. Aber das ist billiger Populismus. Und hier kann man erkennen, dass wie der Populismusvorwurf eingesetzt wurde. Die ganzen Altparteien, inklusive Ali, sie selbst wissen ganz genau, dass sie Populismus betreiben. Also jetzt Populismus in der Form, mit der Bedeutung, wie sie es meinen. Dass es Wählertäuschung ist, dass man billig Wählerstimmen fangen will. Sie haben immer gewusst, dass sie genau das machen, dass sie die Wähler täuschen und haben das, was sie selbst machen, der AfD vorgeworfen. Und aus meiner Sicht, die AfD sollte ganz klar den BSW und den anderen diesen Vorwurf machen. Auch sie ruhig Populisten nennen, weil nichts anderes ist Ali. Nichts anderes ist Ali gewesen und ich kann mich nicht daran erinnern, dass Ali sich entschuldigt hat. Und es ist also wirklich unglaublich, dass jetzt ausgerechnet BSW sich hinsetzt und sagt, ja, wir sind hier die seriöse Adresse und die AfD, die machen billigen Populismus. Auf meiner Sicht, die AfD könnte das klar benennen und die Leute in den Spiegel vorhalten, dass sie hier die Populisten sind und nicht die AfD selbst. Es hat sich jetzt im Nachhinein gezeigt, dass Beatrix von Storch sich für nichts schämen muss, was sie gesagt hat, sondern dass im Grunde die ganzen wichtigen Aussagen übernommen wurden. Und bei Corona, aus meiner Sicht, ist es für Ali richtig peinlich. Mit der Maskenpflicht auch zu behaupten, die Maskenpflicht, das sei kein schwerwiegender Eingriff in die Grundrechte. Die Masken sind nicht dafür gedacht, dass man sie den ganzen Tag trägt. Man hat immer gewusst, es war durch Studien immer bekannt, dass CO2-Rückatmung stattfindet, dass es ungesund ist, dass man diese Maske nicht lange tragen soll. Und hier von keinem schwerwiegenden Grundrechtseingriff zu sprechen, das ist aus meiner Sicht, ich frage mich, wie man auf die Idee kommen kann, sowas zu behaupten. Und es ist ja so, dass der AfD vorgeworfen wurde bei Corona, man sei nicht schnell genug gewesen. Und man habe es nicht schnell genug verstanden. Aber die AfD, aus meiner Sicht, nach ein paar Monaten, sie haben die richtigen Positionen vertreten. Sie haben sich das ein paar Monate angeguckt. Und da kann man sagen, das war nicht schnell genug. Aber jetzt ist das Jahr 2021 gewesen. Und da hatte Ali über ein Jahr Zeit, sich die ganzen Argumente anzuhören, von Querdenken und Co. Das hat sie nicht gemacht, sondern hat die billige Propaganda wiedergegeben von Drosten und Co. Und natürlich, man kann sagen, man ist falsch gelegen, man kann sich täuschen. Aber mir ist nicht bekannt, dass sie sich jemals dafür entschuldigt hat oder jemals gesagt hat, sie ist falsch gelegen. Und sie ist jetzt noch, sie und Sarah Wagenknecht, auch Sarah Wagenknecht, sie kennt ja ihre Leute, sie weiß, was Ali gesagt hat. Und sich jetzt mit diesem Personal hinzustellen und zu behaupten, ja, die AfD sind die Populisten, wobei es so war, dass die AfD immer die richtigen Positionen vertreten hat und eher es umgekehrt war, dass das Linkspersonal sich diesen Positionen angenähert hat und sieht sich jetzt hier selbstdarstellerisch hinstellen, wir sind ja die Kompetenten, wir sind die Seriösen, wir sind die Guten und die AfDler, die sind nicht seriös, die haben kein richtiges Programm, die sind nur für den Protest da. Die wurden nur gewählt, weil es halt nichts anderes gab, sie haben im Grunde nichts zu bieten und wir sind seriös. Und dabei ist die Wahrheit, stellt sie damit die Wahrheit auf den Kopf. Aus meiner Sicht, diese Leute von den Linken oder jetzt auch bei Bündnis Sarah Wagenknecht, es sind geschickte Selbstdarsteller, die sich hier als die sozial Gerechten, die intellektuell Überlegenen darstellen, die sich hier als sonst was darstellen, wir sind hier die großen, tollen Menschen, wir sind die besseren Menschen. Und wenn man aber dann hier diesen billigen Populismus sieht, diese billige Phrasendrescherei ohne Substanz, die natürlich in den wirtschaftlichen Abgrund führt, und dann irgendwie zu behaupten, ja, der Staat fehlt das dann irgendwie sozial ab, da muss halt nur der Staat ein bisschen was machen. Es ist ja eine Schande aus meiner Sicht. Man kann sich nur schämen. Ich frage mich, was diese Leute sich denken. Also wenn ich Ali wäre, ich würde mich den ganzen Tag nur schämen für diesen Auftritt. Ich würde mich entschuldigen und sagen, das war ja wirklich unter ferner liefen, was ich damals gemacht habe.
Aber stattdessen, selbstdarstellerisch stellen sie sich hin, wir sind jetzt Bündnis Sahra Wagenknecht und die AfD, ja, die könnt ihr jetzt vergessen und wir sind viel besser als die. Wir sind seriös und das sind die Populisten, die billigen Proteststimmenfänger, die nichts zu bieten haben. Und wir bringen jetzt hier eine seriöse Programmatik auf den Tisch. Leute wie Ali sind willkommen, aber von der AfD, wenn jetzt ein Politiker von der AfD wechseln wollen würde, haben die gleich ausgeschlossen, ja, die nehmen wir auf keinen Fall. Jemanden von der AfD nehmen wir auf keinen Fall. Also sagen, jemand, der sich frühzeitig gegen den Mainstream gestellt hat, wahrhaftige Positionen vertreten hat, so jemanden, den wollen wir auf keinen Fall haben. Das ist hier sozusagen der letzte Dreck. Nichts anderes übersetzt bedeutet es. Aber hier alle Leute von Altparteien oder auch von Linken, die sind willkommen, die finden wir toll. Also Leute, die immer mitgeschwommen sind, zum Beispiel auch Sahra Wagenknecht selbst. Wieso ist man so lange in so einer Partei wie der Linken, die so eine desaströse Politik verfolgt, die jetzt Deutschland ruiniert hat? Weil die Ampel hat ja im Grunde die Politik gemacht, die die Linken auch gefordert haben. Das heißt, Sahra Wagenknecht, Ali, sie sind in einer Partei lange gewesen, die diffamiert hat und die eine ruinöse Politik verfolgt hat, die sich auch nichts getraut hat. Es ist ja auch beispielsweise beim Klima, ist ja das Gleiche. Wagenknecht und Co., sie gehen mit den Narrativen mit der großen Medien. Also Wagenknecht versucht ja auch immer, innerhalb der Narrative der großen Medien zu diskutieren, zu argumentieren. Also Russland wird weiter dämonisiert. Es gibt natürlich auch die menschengemachte Klimakatastrophe. Man soll vielleicht nur nicht Deutschland ganz ruinieren, aber die Klimakatastrophe, sie kommt auf jeden Fall. Und was sagt der Ali noch? Ja, die AfD, sie findet Putin ganz toll, weil er homosexuellen Rechte beschnitten hätte. Also auch hier das Framing. Ja, die AfD, sie sind im Grunde gegen Homosexuelle und finden Putin deswegen toll, dass er die Homosexuellen fertig macht. Also es ist eine Hetze auf unterstem Niveau, wofür man sich schämen müsste. Wofür man sich schämen müsste und sich entschuldigen müsste. Michael Ballweg saß 9 Monate unschuldig im Gefängnis, weil er bei Corona wahrhaftige Position bezogen hat. Er nach bestem Gewissen versucht hat, Deutschland zu helfen. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was diese Leute gar nicht interessiert. Oder was Ali auch damals nicht interessiert hat, wie mit Querdenken umgegangen wurde. Und ja auch heute, mir ist nicht bekannt, dass sie da auch irgendwas dazu gesagt hat. Wie mit den Demonstranten umgegangen wurde. Sie hat sich außerdem unwissenschaftlich geäußert. Sie hat gesagt, ja, die Klimakatastrophe kommt auf jeden Fall. Mal später hat so eine Fangfrage gestellt. Ist der Klimawandel menschengemacht, ja oder nein? Diese Frage ist nicht beantwortbar, weil man weder das eine noch das andere ausschließen kann. Also man kann im Endeffekt nicht sagen, der Mensch hat keinen Einfluss oder der Mensch hat Einfluss, weil es so ist, dass der Mensch auf jeden Fall irgendeinen Einfluss hat. Die Frage ist nur, wie groß ist der Einfluss und vor allen Dingen, wie ist der Einfluss, auf welche Weise ist der Einfluss? Hier hätte von Storch argumentieren können, es gibt keine Hinweise darauf, dass der Mensch im großen Maße eine Klimaveränderung bewirkt. Auszuschließen ist es nicht, auszuschließen ist gar nichts. Ich kann das nicht belegen, aber sie muss die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass die Leute, die eine Klimakatastrophe heraufbeschwören, dass sie nachweisschuldig sind und nicht sie, dass es nicht passiert. Jedenfalls auch hier, Ali, populistisch, unwissenschaftlich behauptet, ja, der Mensch ist auf jeden Fall der Hauptverursacher des Klimawandels, das sagen alle Wissenschaftler. Also auch keinerlei Kritik daran, dass Einfluss stattfindet darauf, wer Karriere macht, dass Aufträge so vergeben werden, dass die Leute, die ein bestimmtes Narrativ vertreten, Karriere machen. Dass beispielsweise Mujib Latif, dass er ein Propagandist ist, dass er Aussagen gemacht hat, die eindeutig suggerieren, es gibt keinen Schnee mehr, es kommt die Katastrophe, kommt in kurzer Zeit. Er hat sich dann immer so Hintertürchen eingebaut, aber Storch hätte natürlich auch noch hier sagen können, dass diese Forscher, wenn man selbst sagt, man denkt nicht, dass eine Klimakatastrophe kommt, dann muss man natürlich gleichzeitig auch die Leute, diese ganzen Wissenschaftler in Anführungszeichen, weil sie sind keine Wissenschaftler mehr, wenn sie Propaganda betreiben, dass man diese Leute die Integrität abspricht öffentlich. Aber wie auch immer, Beatrix von Storch hat Position bezogen. Das kann man heute genauso wieder vorzeigen, das kann man heute genauso wieder vertreten. Wohingegen Ali ja im Grunde die Ampelpolitik vertreten hat, gegen die sie jetzt eintritt. Und Wagenknecht und die anderen das auch genau wissen. Es ist ja so, dass man sich in Erinnerung die Dinge immer schön redet oder man sowas auch vergisst. Deswegen denke ich, ist es umso wichtiger, dass man sich solche Streitgespräche mit etwas Abstand, dass man sich dann sowas auch mal wieder anschaut. Auffällig war auch, wie Maischberger von Storch und der AfD Dinge in den Mund gelegt hat, die sie nie vertreten haben. Also beispielsweise hat Maischberger behauptet, die AfD sei gegen erneuerbare Energien.
Dabei hat die AfD das nie gesagt. Sie hat nur gesagt, wir sind nicht gegen den Ausstieg von Kohle und Kernkraft. Wir sind auch für erneuerbare Energien. Und genauso auffällig war auch, wie sie dieses Zitat von Höcke, Corona ist vorbei, wie sie versucht hat, darauf rumzureiten. Und es versucht hat, so zu framen, dass es so gemeint ist, dass ja Corona es jetzt gar nicht mehr geben soll. Also dass der Virus verschwindet. Wobei natürlich vollkommen klar ist, dass die Bedeutung von diesem Zitat, Corona ist vorbei, dass natürlich so gemeint ist, dass es keine Lockdowns mehr gibt, dass es keine Sondersituation mehr ist. Und wenn man sich das heute auch anguckt, ist ja auch genauso gekommen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.